Heute gibt es die russischen Eier. Natürlich mit Eiern, Kaviar, Fleischsalat und Lachs. Ja, zuerst muss man natürlich die Eier hart kochen, mit kaltem Wasser abschrecken. Dann lässt sich die Schale auch schön lösen. Danach muss das Ei in der Mitte halbiert werden. Ich habe jetzt extra geguckt, wo das Eigelb liegt, damit es dann auch schön in der Mitte halbiert ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es das nicht rausreißt. Ihr seht schon, die Wand unten zum Eierboden hin ist relativ schmal. Ich habe es jetzt mal auf Löffel gelegt, weil ich keine extra russischen Eierschüssel habe. Also da gibt es extra welche mit so Formen, wo die Eier dann schön drin liegen. Dann kommt zuerst ein bisschen Fleischsalat drauf. Bisschen aufpassen, dass man nicht alles vollsaut. Dann der Lachs obendrauf. Das ist jetzt Lachsersatz. Also das ist sozusagen der Retro-Style. Das gab es ja früher eigentlich nur so. Heutzutage kann man auch einen geräucherten, schönen Lachs drauflegen. Und natürlich dann oben als Topping noch ein bisschen Kaviar drauf. Der gibt dann dem Ganzen noch ein bisschen das Salzige. Ich hoffe, euch schmeckt sowas auch. Also mir schmecken die echt gut und könnt ihr die kiloweise futtern. Bis zum nächsten Mal.